Dann mache ich doch die Episode mal an. Heute nur im Duo erstmal. Üdle du. Und dann gucken wir doch mal, wie weit wir da kommen. Ich meine, du hast ja jetzt, glaube ich, schon zwei Duos gewonnen oder eins? Insgesamt habe ich, glaube ich, überhaupt nur ein Spiel gewonnen, oder? Nee, zwei. Einmal war ich ja auch dabei. Also einmal mit Rev haben wir gewonnen. Genau, und einmal hast du ja noch geschrieben, Cup zwischendrin, dass ihr gewonnen hattet. Zu zweit. Ja, meine ich ja. Ja, ja, aber da, wo wir zu dritt gewonnen haben, warst du ja auch dabei. Echt? Ah. Bin ich ja gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt, glaube ich, auch zwei Wins insgesamt. Einmal mit dem Squad und einmal im Duo. So, ja. Was kriegen wir heute? Oh. Wir kommen von oben, ne? Ja. In einem ganz komischen Winkel. Wir fliegen hier. Wie wäre es mit hier? Okay, da müssen wir dann jetzt dann gleich raus. 3, 2, 1, raus. Okay. Dieser Kasten unten, oder? Ist das die Shooting Range? Ja. Direkt unter uns. Ja, okay. Einer hat den Fahrstuhl, wollte ich schon sagen, den Fallschirm schon aufgemacht und einer fliegt hier über mir. Ansonsten sehe ich noch keinen. Sieht bei mir auch gerade mal aus mit Menschen. Oh, du bist schon tiefer. Ich bin geradeaus nach unten. Ich gehe in den Bunker hier unten rein. Weil ich eh direkt vor der Tür lande. Und weil ich da noch nie drin war. Einmal im Solo war ich drin, aber erst als die Runde schon begonnen hatte und schon fortgeschritten war. Na, gucken wir mal, was hier auf den Tischen was liegt. So einen Helm habe ich schon mal, Schuhe, Ammo. Hier liegt auf jeden Fall eine Waffe drin. Revolver. Nehmen wir Munition mit, was hier rumliegt. Hier liegt nochmal ein Level 2 Helm unten. Oh, M16. Ich habe eine Scar hier unten gefunden. mehr war hier nicht drin. War bei mir auch nicht viel drin. Hier wird geballert. Oh, oh, oh. Ja, er hat mich direkt bei der Shooting Range. Ja. Nein! Die Aufwärmrunde wird wieder kacke. Ist er bei dir? Ja, weiter ein bisschen links. Tisch? Ne, sehe ich nicht. Der müsste noch sogar da sein. Da ist er. Der lootet mich, sehe ich. Der wird jetzt außen rumlaufen wahrscheinlich. Er kann nur nach links. What? Hey komm, ich konnte überhaupt nichts sehen, wie kann er mich dann sehen? Auf gut Glück geschossen. Okay. Na gut, die erste Runde ist immer irgendwie nicht so ultra gut. Die Runde war Shapes. Und sie hat bestimmt nicht gereicht. Ich hab ihn gar nicht da erwartet, ehrlich. Ja, ich dachte eigentlich auch, ich krieg unten Besuch. Egal, gleich nochmal. Hast du noch Nachtschicht?
Ja, morgen komme ich hinzu. Ja. Alles easy. Der Absprung war auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Aber dieser eine Dingelkämpfer. Ja, der hatte Glück. Und das mit der Rauchgranate fand ich jetzt gerade echt uncool. Aber ich hatte auch keinen Scope. Ich mag das Iron Sight von der Scar überhaupt nicht. Bleib mal kurz stehen. Habe ich dich getroffen jetzt? Sieht nicht so aus. Diese komische Armbrust. Muss genau in den Kopf. Ich weiß gar nicht, worauf ich zielen muss. Da. Jetzt ist eh egal. Wir kommen schon wieder, oder? Nee, diesmal kommen wir von Containern. Soll man Container? Können wir machen, ja. Dann müssen wir jetzt. Ja, 3, 2, 1 raus. Nicht direkt nach unten, sondern Richtung 60, 75 ungefähr. Aber ich vermute, wir werden nicht die einzigen sein. Einen sehe ich hinter mir. Einen? Der ist abgedreht. Was geht denn jetzt ab? Ich sehe niemanden. Ja, ich auch nicht mehr. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Deswegen, ich gehe jetzt mal direkt nach unten. So. Weil dann sieht man nämlich immer ein bisschen besser hier. Die Fallschirme. Keiner. Zero, nada, niente. Das wundert mich jetzt. Oh doch, da sind zwei, drei. Siehst du den? Der kommt genau über den Containern runter. Deswegen Lagerhäuser gleich ablooten. Boah, das sind drei. Ich hab ne Scar. Ich hab Rucksack und Schuhe. Und Scar. Perfekt. Und ein Holo. Oh mein Gott. Ich hab endlich ein gescheites Visier drauf. Und noch eine UMP. Eine Pumpe habe ich, aber keine Muni dazu. Jetzt. Backpack, Flashhider. Noch eine Scar. Ich sammle die Ammo ein. So, Extended Mag habe ich auch. Für die Dürfen Scar. hier nicht allein sein, Hier ne? liegt eine Pumpe. Ja, ich heb die ganze Ammo auf, damit keiner die Waffe aufheben kann. Nimm dir einen Sack. Und mehr Ammo. Was denn? Oh, zweifach. Also ich heb jede Ammo auf, die hier liegt, damit, wenn jemand eine Waffe findet, dass er keine Ammo finden kann. Am Anfang. Hier liegt noch ein Extended Mag oder sowas. Ja, Extended Mag für die Scar. Da war's schon drin. Oh, ich habe eine SKS, keine SK. Ah. Ja, da war ich drin. Zweifach. Ha, ich will nicht durch die Container durchgehen, wenn hier noch jemand rumläuft. Ich gehe mal hoch. Da liegt ein Vierfach-Scope. Da ist ein Red Dot. Sehe ich von hier aus. Drüben liegt ein Medikit. Oh, ich bin jetzt gerade runtergefallen. Hier ist noch ein Rucksack. ACP-Ammo, noch ein Vierfach-Scope. Das kann ich dir dann geben für die SKS. Ich will nur das Medikit holen, da drüben. Da ist Ich einer in sehen. Bewegung. Ich sehen. Lass ihn laufen. Ich will das Medikit holen und dann erstmal abwarten. War der alleine da? Obala. Ich glaube nicht. Schießt er auf mich? Nee. Ja. Der schießt auf dich?
Ja. Er hat's auch geschafft, mich zu treffen. Wie oft? Oh, warte, ich habe ein Medikit. Ich habe ein Medikit. Ich komme zu dir runter. Von wo hat er geschossen? Ich sehe ihn. Hier, nimm gleich das Medikit. Lass mal hier abhauen. Aus dem Eck. Weil die werden da jetzt suchen. Oh shit, hinter mir war der. An der Lagerhalle. Scheiß doch die Wand an. Spliff. Was ein verkackter Affe. Boah. Na gut, du hattest dich noch nicht geheilt, oder? Doch. Okay. Oh, so ein Scheiß. Das war jetzt One-Hit-Kill. Er hat mich tatsächlich nur ein einziges Mal getroffen. Ja, wahrscheinlich direkt den Kopf. Ja, einen Helm hatte ich ja nicht. Ich konnte leider auch nicht mehr ums Eck kriechen. Hey, jo, wegen 3 Punkten kann ich keine Kiste aufmachen. Nochmal. Ich sehe schon, das wird eine Anreihung von 5 Minuten Runden. Ja, dann kannst du, was weiß ich, immer so 2 Sekunden. Mach mal ready. Ja, ich warte noch. Guck mir gerade das Unreal-Logo an. Ach so. Lalalala. Oh, ich habe gerade 2 Frames. 4. 50. Na, 107. 2 Frames sind doch gut. Jetzt gerade 50. Der Menge Menschen sogar 35. Ich habe den Frame Counter nicht an. Der würde mich nur ablenken. Wir müssen doch jetzt mal einen guten Absprung hinkriegen, Mensch. Jo, ein bisschen weiter weg vielleicht. Ja, der war jetzt auch wieder nicht schlecht, aber dass die da gleich hingeströmt sind, war nicht so gut. Jetzt kommen wir an der Military Base vorbei. Ach du Kacke. Milta? AKW oder Milta selber? Oder diese kleine Stadt direkt davor da. Ja, lass mal die nehmen. Nehmen wir die? Ja. Wenn wir Glück haben, finden wir genug Zeug, dass wir die Brücke vielleicht besetzen können. Boah. Sieht echt so aus, als ob alle jetzt rausspringen. Ja. Und wir machen in 3, 2, 1 raus. Und direkt nach unten. Wir sind nicht die einzigen, wie es aussieht. Aber die anderen fliegen wohl in eine andere Richtung. Direkt hinter mir fliegt eine direkt zu mir. Oh. Egal, wenn wir als Erster unten sind, haben wir die besten Chancen. Wie schaffst du das früher unten zu sein als ich? Ich glaube, das ist durch diesen Ultraspeed. Wenn du direkt nach unten guckst. Weißt? Naja, mach ich doch. Oh, Leck, Tür. Geht so. Keine Waffe. Oh, genau, da gibt's mehr. Eine Shotgun. Police Vests. Ich hab nur da Schrott gefunden bisher. Abgesehen vom Vierfachscope. Nehmen wir mit. Oh, noch eine bessere West und ein besserer Backpack. Also bei mir liegt Helm. Okay. Ich gucke jetzt hier noch schnell durch. Eine Uzi. Helm Level 2. Oh, Level 2 Backpack. Das ist doch gut. Dann nehmen wir die Uzi noch mit und alles, was hier liegt.
Muni nehme ich mit. Bandagen, Police Fest, Level 2. Gut. Wir sind auch ziemlich nah am Kreis dran, das ist sehr gut. Ah, ja. Die Brücke bekämpfen wird nicht so ultra gut sein. Weil die werden alle schnell abhauen da, bis wir durch sind. Also bis auf eine Secondary bin ich recht gut ausgestattet gerade. Ich habe eine Uzi und eine Shotgun, also ich bin nicht gut ausgestattet. Bist du im zweiten Gebäude? Du warst ja schon in dem ersten, ne? In dem einen war ich schon drin, ja. Ja, weil da die Tür offen ist. Ah, eine M416. Das ist doch okay. So, ein Vierfach-Scope habe ich auch. Ein Quick-Draw-Mag habe ich. Den Tech-Stock habe ich. Oh Mann, da geht ja richtig was ab hier. So. Boah, was ist denn das für ein komisches Gebäude? 5 Millionen Türen drin, ja. Besser wäre nur noch ein Schalldämpfer. Beste Stufe 1. Ich habe noch keine Wäsche, das wäre gar nicht schlecht, wenn ich die Liegt hier bei mir. holen kann. Aber Nehmen wir also. ich war ja hier überall noch nicht drin, deswegen. Die Weste liegt oben, ne? Hier liegt ein Level 2 Helm. Habe ich noch nicht. Ja, ich komm gleich rüber. Allzu viel Zeit haben wir eh nicht mehr. Ja, hier liegt auch eine Wäsche Level 1. Medics. Medics sind immer gut. Oh, wo waren die komische Treppe? Ah, springe vom Balkon runter. Da war sonst nichts mehr drin? Nee. Okay, dann können wir abhauen. Hier noch kurz reingucken. In die falsche, in die andere Richtung. Handgranate, 9 mm. So. Man kann hier nicht drüber springen, okay. Ja, weil das Dach über dir drüber ist. Oder diese Holzverkleidung, was auch immer. Wir müssen Wollen wir auf. die Küste entlang laufen oder was? Ja, ich würde jetzt ungern direkt auf dem Sand rumlaufen, weil dann sieht man uns halt aus 20 Kilometern Entfernung. Aber wir müssen halt aufpassen, rechts von uns dürften auch Leute sein und in Milta sind bestimmt auch ein Haufen Leute. Das Häuschen da vorne, siehst du es? Sollen wir das gleich anpeilen? Das Dreistöckige. Können wir machen, ja. Na, nur ein Rucksack Level 2. Barbares Auto da? Das sind Also der Jeep auf jeden zwei Fall. fahrbare Autos. Und sie gucken beide nach Osten. Wow. Das war nicht so weit entfernt. War was Größeres. Oh, ein Energy Drink. So, du meinst das zweistöckige hier? Ja, eigentlich habe ich das rechts oben Die da Tür gemeint, ist aber egal. offen. Eigentlich habe ich ein anderes Gebäude von rechts von uns gesehen. Norden, Nord, Ja. Nordost, das ist da oben. Dann lass da hinlaufen. Weil die Tür war da offen. Könnten ja jetzt auch einen Jeep mitnehmen. Ja, gut, wir sind im Kreis, also ich glaube, den brauchen wir eher nicht. Oh, da könnte auch schon jemand sein, da müssen wir aufpassen. Ja, wobei. Türen alle zu. Ich mache alle Türen auch wieder zu. Hinter mir.
Habe ich auch gemacht. Hier ist aber nichts. Also ich meine richtig nichts. Okay. Leer. Rucksack, Stufe. Ja, hier ist auch nichts drin, also. Was ist das Langweilige? Wir können das Gebäude hier nutzen. Oder wir gehen weiter, aber keine Ahnung. Ah. Dann nach Puccinki, ne? Mir ist egal. Ja, warte mal ab, wie der Kreis fällt. Okay, ich hab mal die Mitte gesetzt, ungefähr. Nicht, dass wir noch das Auto holen müssen zum Schluss, weißt du? Ja, gut. Weil wir jetzt hier in der Nähe sind. Willst du lieber in das Dreistöckige oben rein? Ich weiß nicht, wie die Sicht da ist. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich weiß gar nicht, ob man da ganz nach oben kann. Ne, ganz nach oben nicht, nur in den Raum oben rein. Noch höher geht's leider nicht. Ach doch, da. Ah, Mantel. Ich hab nach Süd, Südwest absolut gar keine Sicht. Südwest? Ja. Das kann ich. Also ich ja, nee, die Bäume verdecken halt viel, aber ich kann ein bisschen rüber gucken. Aus Milter kommt irgendwie nichts. Also da hätte ich aber mehr Bewegung erwartet. Gut, die sind vielleicht drumherum gefahren. Also nicht nicht bei uns die Richtung, sondern die Straße bei Milter nach Norden hoch. So wäre ich gefahren. Rojok? Zum Beispiel, ja. Dafür müssen echt mal looten, so langsam. Also ich habe ja absolut gar keine gescheite Muni, ne? Na gut, dann müssen wir weiter. Dann warten wir nicht hier. Ja, wobei wir warten ja eh auf den Kreis, haben wir gesagt. Aber von mir aus kann man auch. Über die Straße. Da sind ja noch mehr Gebäude, ne? Oh, da ist nochmal eins. Ein zweistöckiges. Oh ne, ich hab's überlebt sogar. Ich gehe in das zweistöckige da drüben gleich rein. Auto! Ja. Nee, Motorrad. Ist er vorbei? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja. Ja. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Oh, der wird schon beschossen. Da unten sind auch nochmal. Oh, hier ist die Tür schon offen. Da war schon jemand drin. Hey, bei mir liegen Medics rum. Alles einpacken. Ja, Bandagen zwar nur, aber. Da kommt noch mal was. Ich komme zu dir ins Haus. Ja. Ich hab Suppressor für SMG. Den kann ich dir abnehmen. Ich hab eine Uzi. Was ist besser? Vertikale Foregrip oder der winklige? Gute Frage. Keine Ahnung. Wenn du einen übrig hast, kannst du mir einen geben. Ja, da nimm den geraden. Wenn du das den Vektor findest. Ich habe ihn jetzt an der M416. Und Flashhider. Kann man immer brauchen. So, der Kreis geht zu. Ah. Jetzt mal ein Punkt, wo wir als nächstes hinlaufen würden, ne? Okay. Dann setze ich einen anderen Punkt, wo wir es. Ja, dann setze ich den dahin, weil das können wir auf dem Weg dann mit abgrasen. Ich würde jetzt vorschlagen, wir holen das Auto. Wo war das Auto? Oben da.
Ich guck noch in die kleine Hütte rein. Nur ein komischer Revolver. Wo ist denn der Bock? Hoppala, hoppala, hoppala. Hast du geschossen? Nein. Ich sehe zwei. Oder einen. Boah, die sind hier, die sind hier. Ja, ja, komm, komm. Sind die in dem Haus drin? Ja. Wir haben noch welche im Rücken. Unten an der Straße. Au. Ja, scheiße. Wie kann der mich da noch treffen, verfickt nochmal? Geh weg, geh weg, geh weg. Hier, 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 hinter der Mauer kann ich mir aufheben. Nee, kann ich nicht, die sind im Haus. Die kommen zur Hintertür raus. Bin gerade am Heilen. Ich habe einen die Tür aufmachen sehen. Und vorne, vor der anderen Seite, ist auch einer. Hm. Toll, der an der Straße und musste jetzt echt da rumlaufen, ey. Zwei oder dreimal getroffen. Er hat's überlebt. Ja, die waren ein Treffer von ihm, ich war tot. Bei mir klang's nicht nach einem Schuss. Oh, der an der Straße musste jetzt echt da rumlaufen, ey. Wenn ich den nicht im Rücken gehabt hätte. Der hat nicht nur einmal geschossen, aber der hat nur einmal getroffen. Ja gut, das sieht man im Spectator nicht so gut. Blutspritzer habe ich gesehen. So, jetzt mal erstmal eine Kiste auf. Handschuhe. So, dann mache ich die Folge ein bisschen kürzer. Und dann gucken wir in der nächsten Folge, ob wir es besser hinkriegen.